ist mein allererstes Currently Watching. Ich weiß gar nicht, ob man das so nennen kann, ob das irgendwie Englisch ist, ob das irgendjemand versteht, wenn er aus dem englischen Raum kommt, aber egal. Für mich heißt es jetzt einfach mal so. Das haben sich ja einige von euch gewünscht, denn heute möchte ich euch mal erzählen, welche Serien ich denn eigentlich aktuell gucke und wie weit ich ungefähr bin, und dann könnt ihr mir vielleicht auch noch ein paar Serien empfehlen. Und ich dachte, das ist eigentlich mal was ganz Nettes, weil die Serien zumeist irgendwie doch mit den Büchern zusammenhängen, und ja, ich fand das eigentlich ganz schön. Und tatsächlich sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Serien, die ich derzeit gucke. Immer mal wieder sporadisch, alle durcheinander. Ich habe überhaupt, ach nee, es sind sogar 9, fällt mir gerade ein. 9 Serien, ich habe eine vergessen. Ich schaue die tatsächlich querbeet, ich habe überhaupt keine Reihenfolge. Ich gucke das immer so, wie es gerade kommt, ohne Erbarmen, und halte mich da an nichts oder sage, ich schaue jetzt erst die eine Staffel aus, bevor ich bei der nächsten Staffel weitermache. So läuft das bei mir nicht. Ich gucke immer das, worauf ich gerade Bock habe, und dadurch gucke ich halt relativ viel, wie man merkt. 9 Serien sind doch ganz schön viel. Ich glaube, ich habe bei der einen oder anderen noch einen kleinen Fehler drin mit den Folgen. Ich bin nicht mal ganz so sicher war. Nur bei mancher kann ich es tatsächlich auch nicht nachverfolgen. Bin ich ein bisschen schlampig gewesen. Da hätte ich vielleicht noch besser recherchieren können. Aber vorab einfach nur, damit ihr das wisst. Trotz alledem interessiert ja am meisten, welche Serien ich überhaupt gucke und welche mich interessieren. Und ja, ich würde sagen, wir starten durch mit der ersten Serie. Und das ist nämlich Pretty Little Liars. Kennen bestimmt alle von euch da draußen. Die Bücher, die Serie an sich, die wird ja wahnsinnig gehypt. Die neigt sich ja jetzt nun langsam auch ihrem Ende. Mit der 7. Staffel ist das ganze Jahr beendet. Und ich bin tatsächlich auch bei der 7. Staffel und müsste jetzt Folge 4 schauen. Die läuft im Pay-TV tatsächlich schon auf Deutsch, von daher bin ich sehr zufrieden. Ich meine, die letzte Staffel hat auch nur 20 Folgen, und nach den ersten 10 Folgen ist dann auch schon wieder Sommerpause gewesen, und die nächsten 10, wann die kommen, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wann die 6. Staffel endlich mal auf DVD erscheint. Das müsste auch mal langsam eigentlich der Fall werden. So im Mai kam die, glaube ich, sonst immer raus. Aber bislang ist überhaupt nichts angekündigt. Das verwundert mich tatsächlich. Ich liebe Pretty Little Liars, ich mag tatsächlich Hannah am liebsten und auch Spencer total gerne. Die anderen beiden finde ich cool, aber sie ergreifen mich emotional nicht so doll und ich leide sehr mit, und ich habe die 6 Staffeln rüber hinweg gefiebert und bin jetzt gespannt, wie das Ganze in der 4. Staffel aufgelöst wird und was da noch alles rauskommen wird. Danach werde ich wahrscheinlich etwas traurig sein, weil ich gute Freunde sozusagen zurücklassen werde. Eine weitere Serie, die ich schaue, ist How to Get Away with Murder. Das ist eine Serie, die habe ich noch gar nicht so lange für mich entdeckt, sondern erst vor kurzem. Da bin ich auch erst bei Staffel 1 und bei Folge, glaube 13 habe ich jetzt geschaut. Ich müsste jetzt als nächstes 14 gucken. Das ist eine Serie, die kann ich aber nur bis zu einem gewissen Grad gucken, denn sie ist schon relativ grausam, wie ich finde. An vielerlei Stelle muss ich manchmal sehr, sehr schlucken. Sie ist sehr direkt, sehr klar, sehr kalt, und von daher bin ich da immer sehr darauf bedacht, dass ich so nach 2, 3 Folgen doch erstmal eine Pause mache, um das ein bisschen sacken zu lassen. Von daher wird das meistens nichts mit großem Stück gucken. Ich mag aber die Schauspieler. Ich mag diese Klarheit und diesen Ernst da drin. Und ich finde es einfach wahnsinnig interessant, wie das Ganze so umgesetzt ist und wie sich das immer wieder ineinander fügt. Das ist also etwas, was richtig klasse ist. Bei How to Get Away with Murder geht es im Endeffekt um eine Star-Anwältin, sage ich jetzt mal. Eine sehr korrupte Anwältin, die irgendwie ihre Mandanten immer raushaut, und diese ist gleichzeitig Dozentin an einer Uni und sucht sich da immer eine kleine Gruppe von Studenten raus, die besonders qualifiziert sind, und diese arbeiten dann für sie und bearbeiten mit ihr die Fälle. Und eines Tages passiert es halt, dass ihr Mann umgebracht wird. Wie genau und warum, das erzähle ich euch jetzt nicht. Das müsst ihr selbst sehen. Das erfährt man aber meines Erachtens schon in der ersten Folge, von daher ist das kein Spoiler. Und ja, das ist so die Grundthematik, die Grundstory von How to Get Away with Murder. Ich mag es absolut und ich mag Annalise total gerne, und ihr werdet merken, die kommt hier später nochmal vor, die gute Dame. Die nächste Serie, die ich mit meinem Mann auch zusammen gucke, also wir gucken eigentlich fast alle Serien zusammen, ist Game of Thrones. Tatsächlich sind wir bei Game of Thrones wegen mir noch nicht so weit. Ich kann mir tatsächlich nicht so wirklich viel Game of Thrones angucken, weil ich es doch sehr brutal finde. Gerade gegen Frauen und Kinder sehr brutal finde.
und ich da immer sehr schlucken muss. Hier ist das gleiche Prinzip wie bei How to Get Away with Murder. Nach ein, zwei Folgen ist bei mir der Rahmen dicht. Besonders weil Game of Thrones natürlich auch lange Folgen sind, die dauern beinahe eine Stunde. Das zerrt mich dann doch sehr aus, eine Stunde Brutalität mir reinzuziehen oder gar 2 Stunden. Und somit sind wir da tatsächlich erst bei Folge 4. Die ersten 3 Folgen haben wir geschafft zu gucken. In Staffel 1. Es folgen noch sehr, sehr, sehr viele Staffeln. Ich weiß, ich stelle mich da vielleicht ein bisschen an, aber ich bin da sehr zart beseitet und bin da sehr langsam. Wir müssten mal langsam weiter gucken, weil die letzte Folge schon bestimmt 5 Monate zurückliegt, dass wir sie gesehen haben. Mein Mann wird immer gerne, ich sträub mich da immer so ein bisschen und bevorzuge dann doch andere Serien, Pretty Little Liars zum Beispiel oder sowas, weil ich mir da auch denke, ja okay, letzte Staffel, jetzt lass uns die noch gerade zu Ende gucken, bevor wir da was anderes anfangen. Aber ja, Game of Thrones kennt wahrscheinlich jeder, dazu muss ich nichts näher sagen. Dann schauen wir auch noch Sherlock. Mein Mann mag Sherlock tatsächlich nicht so gerne. Die Folgen sind auch noch länger als die von von Game of Thrones. Denn hier dauert eine Folge tatsächlich 1,5 Stunden. Das ist immer eine Spielfilmfolge im Endeffekt. Das grenzt schon gar nicht mehr richtig an Serie. Ich mag Benedict Cumberbatch total gerne als Sherlock Holmes und finde es toll und ich schaue es mit Liebe. Ich bin jetzt tatsächlich bei Staffel 3, Folge 1. Jede Staffel umfasst ja auch nur 3 Folgen, von daher ist das jetzt nicht so weit, wie man zum meinen mag. Sagt man das so? Keine Ahnung. Ich will auf jeden Fall jetzt bald weiter gucken. Ich denke mal, ich werde es alleine machen, wenn mein Mann es nicht so gerne mag. Ich habe mir auch noch einen Film dazu gekauft. Das ist so ein, keine Ahnung, wie man das nennt. Das ist einfach ein Film aus dieser Reihe, aus dieser Serie, der aber relativ unabhängig eventuell zu der Serie ist. Ich weiß das gar nicht so genau. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Ich bin gespannt, wie mir der gefallen wird. Ich bin gespannt, wie das umgesetzt ist, was da genau anders ist, als wenn das eine Folge von der Serie gewesen wäre. Und ja, bei Sherlock muss ich, denke ich, auch nichts erzählen. Das ist der neumodische Sherlock Holmes. Also im Endeffekt sind Sherlock und Watson in der modernen Welt. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde das toll. Ich mag, wie die beiden miteinander umgehen und interagieren. Und ja, das Ende von Staffel 2 war so, 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 so böse. Ich muss eigentlich unbedingt die erste Folge von Staffel 3 gucken, weil ich wissen will, wie es aufgelöst wird. Emotional hat mich das sehr mitgerissen, die eine oder andere Folge. Ich könnte sie mir immer wieder angucken. So gerade aus Staffel 2 haben mich, glaube ich, 2 Folgen, die letzte und nicht die erste, meine ich, sehr, sehr mitgerissen. Oder war es die zweite? Ich weiß gerade gar nicht genau. Die fand ich richtig klasse. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, da weiter zu gucken. Halt mich aber noch ein bisschen im Zaum, denn es gibt noch keine 4. Staffel und das ist doof. Dann habe ich tatsächlich auch sehr, sehr schnell durchgesuchtet letztes Jahr Quantico. Das kam ja auf Pro7 immer mittwochs um 20.15 Uhr. Die erste Staffel haben mein Mann und ich komplett durch. Wir sind jetzt bei Staffel 2, Folge 1 logischerweise. Ich bin gespannt, wann die denn im deutschen Raum endlich veröffentlicht wird, weil wir schauen tatsächlich fast alles nur auf Deutsch. Ich glaube, wir haben kaum was, wo wir mit deutschen Untertiteln oder so schauen, weil ja, vieles ja halt auf Deutsch rauskommt oder es schon gibt. Und ja, dazu gehört Quantico. Quantico ist eine Geschichte um eine junge Frau, die FBI-Agentin werden möchte. Und dann erleben wir sozusagen ihre Geschichte, wie sie in Quantico ist. Das ist diese Ausbildungsschule vom FBI. Und gleichzeitig haben wir einen Zeitstrang, bei dem sie schon Agentin ist und ein Bombenattentat in New York veranschlagt wurde und sie als Hauptverdächtige sozusagen ins Visier ihrer eigenen Kollegen gerät. Und wie, warum, wieso, weshalb, das finden wir noch alles raus. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es in der 2. Staffel weitergeht. Der David von Booktown hat mir schon gesagt, dass er es nicht mehr ganz so toll fand wie die 1. Staffel. Ich will mich auf jeden Fall selbst davon überzeugen und ja, das ist auf jeden Fall erstmal zu The Quantico. Dann kommen wir jetzt mal zu was, was nicht so kriminalistisch. Ich glaube, fast alles, was ich bislang gesagt habe, ist irgendwie kriminalistisch veranlagt, so mystery-mäßig oder halt so mittelalterlich brutal. Jetzt kommen wir wirklich mal zu was, was ein bisschen anders ist, was ein bisschen Upper East Side ist. Und zwar Gossip Girl. Tatsächlich habe ich Gossip Girl noch nicht zu Ende geguckt, wie viele, viele andere von euch da draußen wahrscheinlich. Ich bin erst bei Staffel 2, Folge 4, also noch relativ am Anfang. Ach Quatsch, Folge 4 stimmt doch gar nicht.
wie komme ich jetzt? Folge 14 meine ich natürlich. Noch relativ am Anfang von Gossip Girl, weil Gossip Girl hat ja insgesamt 6 Staffeln, das ist auch schon abgeschlossen und gefällt mir bislang richtig, 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 richtig gut. Ich weiß gar nicht, welche Figur ich am liebsten mag. Ich glaube tatsächlich Jenny. Jenny finde ich irgendwie total toll. Ich mag ihren Style, ich mag, wie sie ist, ich mag einfach alles an ihr. Ich finde sie wahnsinnig hübsch, diese Schauspielerin. Und ja, gefällt mir richtig gut. In Gossip Girl geht es im Endeffekt um die High Society von New York und die Kinder davon sozusagen, aber auch ein bisschen um die Eltern. Und ja, diese Kinder besuchen natürlich eine elitäre Schule und da gibt es dann Gossip Girl, die immer den neuesten Klatsch und Tratsch verbreitet. Und ja, das ist nicht immer so leicht. Und da gibt es Intrigen und Spiele und ganz, ganz viel Sex. Und ja, toll, ich liebe Gossip Girl einfach. Das lässt mein Pretty Little Liar Herz so ein bisschen höher schlagen. Obwohl es ja, glaube ich, zuerst da war. Dann habe ich angefangen, die Serie The Magicians, das ist ein so blöder Name, zu schauen. Das ist die Verfilmung von Fillory, den Büchern. Und ja, die lief eine Zeit lang auf Six. Nun läuft sie aber nicht mehr auf Six und ich bin irgendwo hängen geblieben. Bei Staffel 1, Folge, ich glaube, 9 war es damals oder Folge 8 habe ich zuletzt gesehen. Ich kann es gar nicht mehr so richtig einordnen. Und jetzt muss ich erstmal gucken, ob es das auf DVD gibt, ob ich das irgendwie mal ergattern kann oder wie ich das am blödesten weitergucke, weil es das natürlich auch weder bei Amazon noch bei Netflix gibt. Und somit bin ich da so ein bisschen aufgeschmissen. Gefällt mir gut. Also bei The Magicians oder Fillory, wie man es nennen möchte, geht es um einen jungen Herren, der schon in der Mitte 20 ist, glaube ich, der irgendwie eine psychische Erkrankung zu haben scheint. Er lebt in diesen Büchern von Fillory und ja, dann gerät er aber in eine magische Welt und er findet heraus, dass das tatsächlich irgendwie so existiert, wie er sich das auch immer eingebildet hat. Und dann passieren verschiedene Dinge und dunkle Machenschaften und er hat irgendwie was ganz Besonderes an sich und ich kann das gar nicht näher zusammenfassen, weil es alles sehr verwirrend ist und ich da gar nicht so genau durchschaue. Es irritiert mich manchmal ein bisschen. Vielleicht hat der eine oder andere die Serie auch gesehen. Fände ich cool, wenn wir uns mal darüber austauschen würden, denn mich verwirrt die tatsächlich sehr. Mich würde auch mal interessieren, wie ihr die schauspielerische Leistung findet. Ich fand es ganz okay, aber nicht herausragend, muss ich tatsächlich sagen. Und ja, es ist auf jeden Fall nicht meine Lieblingsserie, aber eine Serie, die ich auf jeden Fall interessant fand und doch die erste Staffel auf jeden Fall gerne zu Ende gucken würde. Die vorletzte Serie, die ich schaue, ist Shadowhunter. Mit S hinten oder ohne? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall Shadowhunters, doch mit S, glaube ich. Das ist sozusagen die Serienverfilmung von City of Bones und Co. Ich habe angefangen, ich habe bei Folge 5 jetzt gestoppt, weil mir die Serie tatsächlich sehr schnell vorangeht und ich ein bisschen Angst hatte, dass ich mich spoilere auf die Bücher, denn ich habe ja nur den ersten und den zweiten Band gelesen und ich glaube, mit Folge 4 haben die den ersten schon abgearbeitet und ich habe so gedacht, okay, wenn du jetzt weiterschaust, du kannst ja tatsächlich noch ein bisschen weiterschauen, weil den zweiten hast du ja gelesen, aber nachher spoilerst du dich und deswegen habe ich erstmal Stop gemacht und habe mir so gedacht, hör erst mal auf, lass es lieber. Nachher bereust du, dass du weitergeguckt hast, weil du dich gespoilert hast und dann noch weniger Lust auf die Bücher hast. Ja, somit ist das bei Shadowhunters tatsächlich so gelaufen und ich denke, dazu muss ich auch nichts sagen. Chroniken der Unterwelt kennt eigentlich auch jeder. Und zu guter Letzt, ich denke auch, das ist eine Serie, die jeder von euch da draußen kennt oder zumindest schon mal gehört hat. Dazu gibt es auch Bücher, nämlich Bones. Bones schaue ich ja so, so, so gerne. Ich liebe, 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 ja, Temperance Brennan. Ich finde sie einfach richtig toll. Ich liebe aber auch unseren guten Booth. Der hat ja auch schon Angel damals gespielt und ich finde den einfach so toll. Es ist eine richtige Sahneschnitte dafür, dass der auch schon so alt ist. Es ist noch ein richtiger Sweetie. Und ich mag den absolut gerne. Und auch die beiden so in Kombination und wie die Dialoge bei der Serie sind, sind einfach toll. Im Endeffekt ist Bones eine forensische Anthropologin und Booth ist ein FBI-Agent und die tun sich irgendwie zusammen, um Mordfälle zu klären. Und ja, das ist eigentlich schon die ganze Geschichte hinter Bones. Natürlich gibt es da noch persönliche Beziehungen, die sich im Laufe der Staffeln weiterspinnen. Ich glaube, mittlerweile ist Bones auch schon in der 12. Staffel. Ich bin erst in der 7., Ende der 7. oder Anfang der 8. Ich weiß das gar nicht mehr so genau, weil wir schon ewig kein Bones mehr geschaut haben. Wahrscheinlich schon über ein Jahr nicht mehr.
Wir müssten tatsächlich mal weiter gucken, weil ich auch wissen will, wie es weitergeht. Und wir sind gerade an einer Stelle stehen geblieben, ja, die toll ist. Und ich verstehe gar nicht, warum wir so großartig. Ja, doch, wir sind damals dann umgezogen und dann war alles so viel los mit der Hochzeit und allem. Und deswegen haben wir dann, glaube ich, nie weiter geschaut. Ich liebe Bones aber auf alle Fälle absolut doll und möchte weiter gucken. Und ja, es ist für mich einfach eine der besten kriminalistischen Serien, die es gibt. Ich mag auch CSI sehr, sehr gerne, aber Bones ist einfach toller. Das ist einfach so. Einfach auch wegen Booths und Temperance. Die sind einfach eine tolle Kombination. Da ist sehr viel zwischen denen und das macht einfach Spaß, das zu sehen und ja, zu erleben. Und ich bin ein absoluter Fan. Ich habe schon Angst vor dem Tag, wo Bones irgendwann mal das Finale findet. Ich hoffe, er ist noch lange, 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 lange weg. Und ich habe tatsächlich eine Serie vergessen, fällt mir gerade auf. Ich schaue tatsächlich 9 Serien. Ich habe nämlich The Vampire Diaries vergessen. Natürlich schaue ich auch Vampire Diaries, auch begründet auf Büchern, so wie fast alle Serien gefühlt. Pretty Liars, Game of Thrones, Sherlock, Gossip Girl, The Magicians, Shadowhunter, Bones und Vampire Diaries. Gibt es alles Bücher von, 8 von 10. Ich weiß nicht, wie es bei Quantico und bei How to Get Away with Murder ist, von denen weiß ich tatsächlich nichts. Aber diese anderen 8, die gibt es alle Bücher von, könnt ihr euch gerne mal durchklicken. Bei Vampire Diaries bin ich bei Staffel 4, Folge irgendwas am Anfang, 3 oder 4 oder so. Mich kotzt Elena gerade so dermaßen an, dass ich keine Lust habe, weiter zu gucken. Und von daher sträubt sich alles in mir, obwohl ich Origin gerne gucken würde. Heißt es Origin? Originals? The Originals? Ich glaube, es heißt The Originals, ne? Ja. Ich weiß es gar nicht so genau, aber ich würde das halt gerne gucken. Aber irgendwie versaut Elena mir gerade alles und ich denke nur so, meh, nein. Vampire Diaries findet ja tatsächlich auch gerade sein Ende. Ich weiß gar nicht, Staffel 8? Ich meine Staffel 8, Staffel 7, das war mein Handy, sorry. Und ja, mag ich eigentlich an sich sehr, sehr gerne. Mein Herz schlägt ja für Stefan. Ich liebe Stefan, wieder alle anderen Leute, die alle Damon gut finden. Ich liebe Paul Wesley einfach so doll. Der hat ja auch schon in Disney-Verfilmungen mitgespielt und da fand ich den auch schon toll. Und von daher ist das einfach mein Mann. Und ich denke mir mal, alle kloppt euch alle um Damon. Ich behalte einfach meinen Stefan. Ja, und das war es jetzt auch schon von diesem Video. Ich hoffe, das erste Currently We're Watching hat euch gefallen und wir machen das irgendwann mal wieder. Ich denke, da ich sehr langsam gucke, werde ich mir jetzt den aktuellen Stand mit Datum aufschreiben und werde dann beim nächsten Mal, wenn sich da irgendwie was getan hat oder ich eine neue Serie entdeckt habe, das aktualisieren. Aber das wird nicht so häufig sein, vielleicht einmal im Vierteljahr, weil ich glaube, anders lohnt sich das nicht. Auf welche Serie ich mich tatsächlich riesig freue, die bald bei Netflix rauskommt, am 31.03. und ich habe mir diesen Tag schon rot in meinem Kalender eingekreist, ist 13 Reasons Why, also Tote Mädchen lügen nicht, von Jay Asher, geschrieben das Buch, super, super tolles Buch, habe ich damals geliebt, als ich es gelesen habe, 2013. Und ja, dazu kommt jetzt die Serie raus und ich freue mich so, wobei ich nicht weiß, wird das nur eine Staffel und wie geht es weiter, wenn die erste Staffel vorbei ist? Ich kann es mir noch nicht so vorstellen. Aber ja, darauf freue ich mich riesig. Das ist mein Serien-Highlight in den nächsten Monaten, worauf ich hinfieber. Und das war's von mir. Schreibt mir gerne mal, welche Serien ihr schaut und wie ihr die Serien findet, die ich schaue. Und ansonsten bis demnächst.